Alanis Hauptmann Erwin Bröll hat seinerzeit zu seinem 60. Geburtstag von privaten Spendern 150.000 Euro geschenkt gekriegt. Jetzt könnte man sich fragen, wer und vor allem warum spendet man dem so viel? Aber gut, wird schon seinen Grund haben. Jedenfalls ist der Bröll jetzt hergegangen und hat mit diesen 150.000 Euro eine Stiftung gegründet. Jetzt ist das Geld auf der Stiftung umgekriegt und irgendwann einmal haben sich diese 150.000 Euro auf dieser Stiftung sehr einsam gefühlt. Und deswegen sind die Stiftungsmitglieder hergegangen und haben beim Land Niederösterreich um eine Förderung für diese Stiftung angesucht. Und was macht das Land Niederösterreich, wenn eine Privatperson kommt und eine Förderung ansucht? Sie zahlt gleich mal 1,35 Millionen Euro, ne? 300.000 Euro haben sie gleich ausgezahlt. Der Rest liegt auf Landeskonten und kann von der Stiftung jederzeit behoben werden. Ne? Und das, obwohl der Förderung überhaupt keine Leistung gegenübersteht. Gell? Man, es heißt zwar, Ziel dieser Stiftung soll sein, dass man irgendwann einmal eine Akademie für den ländlichen Raum macht, aber dafür gibt es weder Pläne noch sonst irgendwas. Gell? Man, natürlich kann man jetzt sagen, rechtlich ist das alles in Ordnung, aber moralisch geht das schon eher in Richtung Sauerei zu. Gell? Noch dazu muss man wissen, dieser Landeshauptmann kriegt im Monat 16.000 Euro vom Steuer. Zahler, gell? Der ist nicht zum Verhungern in Wirklichkeit. Mein Vater zum Beispiel, der ist gleich alt wie dieser Landeshauptmann und der kriegt im Monat 793,14 € Rente. Gell? Mein Vater muss hart sparen, damit er sich den Kleber, Erdnüssen und die Tetrapack Wein leisten kann, während solche Politiker den Rachen nicht vollkriegen können und sich an Weinfesten mit Weinkönigin und deren Wein vergnügen. Gell? Und die ÖVP wundert sich, dass sie da steht, wo sie jetzt steht. Aber gut, mein Problem ist es nicht. Also, vier Denk.